Es braucht Dutzende von Menschen, um ein einziges Glasarmband herzustellen. Sie werden in glühend heißen Öfen hergestellt. Bei diesen hohen Temperaturen ist das Glas dünn wie Wasser. Und wenn Sie nicht aufpassen, verschüttet man das geschmolzene Glas, verbrennt sich der Arbeiter. Fällt es auf die Füße, Kleidung oder sonst wohin, verbrennt er sich echt schlimm. Die Arbeiter hier sind den ganzen Tag lang Temperaturen von bis zu 1093 Grad Celsius ausgesetzt. Der härteste Job besteht darin, das flüssige Glas am Ofen zu handhaben. Die Flammen sind so heiß, dass es sehr schwierig ist, in die Nähe des Ofens zu kommen. Es ist ein harter Job. Millionen von Frauen in Indien tragen solche Armbänder jeden Tag. Und die Stadt Firozabad ist der größte Hersteller weltweit. In der Satyanarayan Glasmanufaktur werden jeden Tag 1,2 Millionen Armbänder hergestellt. Es gibt keine anderen Jobs hier, nur diese Fabrik. Ich wusste, ich musste hier arbeiten. Warum werden Armbänder also immer noch so hergestellt? Und was macht dieses Geschäft so riskant? Vimal Kumar Yadav arbeitet seit 17 Jahren in der Fabrik. Wir gehen zur Arbeit, wenn alle schlafen. Meine Frau steht um 4 Uhr auf, um mir Frühstück zu machen. Alles beginnt damit, dass Handwerker Quarzsand durchsieben, der Hauptbestandteil für Armbänder ist. Dann fügen sie alle Reste von Glas hinzu, wie zerbrochene Flaschen oder beschädigte Armbänder. Die gesamte Fabrik ist mit winzigen Glaspartikeln gefüllt. Und Frauen fegen ständig die zerbrochenen Armbänder vom Boden. Diese Glasreste werden wieder eingeschmolzen und recycelt, um daraus neue Armbänder herzustellen. Aber die Glassplitter können die Sicht der Arbeiter schädigen oder sie sogar erblinden lassen. Und niemand hier trägt eine Maske. Sie atmen also den Glasstaub auch ein. Eine Studie zeigt, dass 23% der Armbandarbeiter an chronischer Bronchitis leiden. Als nächstes wird die Mischung in einem Ofen geschmolzen, der 1093 Grad Celsius oder heißer erreicht. Man verbrennt sich die Füße oder die Kleidung. Man muss seinen Kopf einsetzen und sich auf die Arbeit konzentrieren. Trotz der sehr lauten Lüfter ist die Luft hier drückend. Die Arbeiter trinken Wasser, um hydriert zu bleiben und weiterarbeiten zu können. Nach 10 Stunden wird das Glas zu einer flüssigen Masse. Dann wird es mit Farbe gemischt. Sie enthalten Spuren von Metallen wie Blei, Cadmium und sogar Quecksilber. Und die Arbeiter sind ständig diesen Dämpfen ausgesetzt. Handwerker bringen das flüssige Glas dann in einen anderen Teil der Fabrik. Dieser Schritt kann gefährlich sein und laut Vimal gibt es manchmal Unfälle. Angenommen, er bringt geschmolzenes Glas aus dem Ofen und eine andere Person steht im Weg, dann würde das Glas auslaufen, denn es ist so dünnflüssig wie Wasser. Vimal bedient die Maschine, die die Spiralen der Armbänder rollt. Das ist auch riskant. Die Armbänder sind extrem heiß, wenn sie von diesem Stab genommen werden. Aber niemand trägt Handschuhe. Die meisten Arbeiter verlassen sich auf ihre Erfahrung zu ihrer Sicherheit, sagt Fabrikbesitzer Anshul Gupta. Sicherheitsbrillen und Handschuhe wurden bereitgestellt, um die Augen zu schützen. Schuhe wurden auch zur Verfügung gestellt, aber sie fanden sie unbequem. Sie fürchten, dass der Eisenstab aus den Handschuhen rutschen könnte. Sie wollen den festen Griff mit bloßen Händen. Dafür haben wir Handschuhe mit Textur hergestellt. Aber sie sagten, nachdem sie anzogen, dass sie damit nicht arbeiten könnten. Die Fabrik gibt dir alles, wenn du dich verbrennst, bekommst du dafür eine Salbe. Maschinen könnten den Job sicherer machen, aber die Arbeiter haben sie in der Vergangenheit abgelehnt. Die Maschine kann nicht alles erledigen. Bei der Arbeit am Ofen kommt sie nicht ins Innere des Ofens, um das Glas herauszuholen. Die Glasarmbandfabriken in Firozabad sind auch große Umweltverschmutzer. Der Taj Mahal liegt etwa 50 Kilometer entfernt.
Im Jahr 2015 erklärten die Behörden, dass der Rauch aus Firouzabad der Hauptgrund dafür sei, dass der weiße Marmor des Taj Mahals gelb werde. Die Arbeiter sorgten sich, dass Werkstätten geschlossen würden. Stattdessen wurden die Fabriken aufgefordert, anstatt Kohle Erdgas zu verwenden. Heute arbeiten in Firouzabad 500.000 Handwerker in über 100 Werkstätten. Aus diesem Grund wird die Stadt auch Suchanagri genannt, denn Glasarmbänder gelten als Zeichen für eheliche Langlebigkeit. Glasarmbänder sind die größte Exportware der Stadt und bringen jährlich 150 Millionen Dollar Umsatz ein. Frauen verdienen 6 Dollar am Tag und schuften in kleinen Werkstätten in der Nähe der Fabrik. Sie halten jedes Armband über eine Flamme. Das Feuer schmilzt die Ränder und verbindet das Glas, sodass das Armband bereit zur Verzierung ist. Einige dieser komplexen Muster können Stunden dauern. Dieser Handwerker verwendet eine spezielle Art von Farbe, um mehrere dünne Armbänder miteinander zu verkleben. Viele der Zierarbeiten werden zu Hause erledigt, oft von jüngeren Arbeitern, die sehr wenig verdienen. Kinderarbeit ist in den Fabriken verboten, aber Kinder helfen ihren Familien trotzdem, wann immer sie können. Wie viele Armbänder machst du so an einem Tag? Manchmal 100, manchmal 200. Suli Yadav ist 18. Dali Yadav ist 15. Das sind jemals zwei Töchter. Wie viel verdienst du an einem Tag? 100 oder 90 Rupien. Und was machst du damit? Ich spare etwas und den Rest kriegt mein Vater. Nach einer 8-stündigen Schicht verdient Vimal selbst etwa 9 Dollar am Tag. Er sagt, es reiche kaum aus, um seine 4 Kinder zur Schule zu schicken. Um ein bisschen mehr Geld zu verdienen, kümmert sich Vimal um Büffel. Auf dem Rückweg vom Markt nach der Arbeit kaufe ich Futter für die Büffel. Meine Töchter helfen mit den Büffeln. Das ist gut, denn ich kann die Milch für 400 bis 500 Rupien verkaufen. Dieses Geld wird gespart und das Geld, das ich in der Fabrik verdiene, wird für den Haushalt ausgegeben. Er hofft, eines Tages ein weiteres Milchgeschäft eröffnen zu können. Gib das neue Futter den Kühen da draußen. Ja. Angesichts all der Risiken ist das Endprodukt nicht teuer. Wir überprüfen den Klang, den die Armbänder machen. Ein kaputtes Armband klingt anders. Ein Satz mit 12 Armbändern kann zwischen 1 und 13 Dollar kosten, je nachdem, wie schick es ist. Die Leute finden Glasarmbänder schön, aber die Wahrheit ist, dass 40 bis 50 Menschen dazu beigetragen haben, es herzustellen. Trotz aller Risiken ist die Branche für alle in Firouzabad unverzichtbar. Wenn wir die Fabrik nicht hätten, wären die Leute hier verhungert. Manche Menschen sind völlig von der Fabrik abhängig.